Was geht, Mann? Neues Tutorial wieder am Start von mir für euch. Trap Melody bauen, nur mit dem Operator. Keine Samples, keine Plugins, die ihr kaufen müsst davor. Das heißt, nur Ableton Vollversion und ich würde einfach sagen, es geht direkt los. Genau, als erstes mal wieder den Operator reinziehen. Mal so, zack. Und hier bei der Welle erstmal den Square D einstellen. Zack. Habt ihr den Ton? Ganz einfach. So, klicken wir einmal auf Envelope und ziehen den hier runter. Das bedeutet, dass wir aus dem langen Ton einen kurzen Ton machen. Ungefähr so. Perfekt, haben wir das schon mal fertig. Und dann fangen wir mit den Effekten an. Equalizer wieder rein, um die vorderen Töne, die tiefen Töne rauszuziehen, die man sowieso nicht braucht. Und einmal haben wir hier. Wo ist er dann? Der Overdrive. Einmal reinziehen. Dynamics ein bisschen runter. Das auch. Drive auch ein bisschen runter. So, bisschen doller, bisschen kratziger. Ganz, ganz wichtig haben wir hier den Reverb. Und da machen wir wieder Size hoch, Stereo hoch. Quality of High. Und hier machen wir mal, ja, gucken wir mal. Ja, 4, 5, 5 ist okay. Das ist auch in Ordnung. Bla bla bla. Sehr gut. Da haben wir schon mal den Grundton. Da muss ich kurz überlegen. Genau. Es geht auch um eine Trap-Melodie, das heißt relativ einfache Melodie. Man kann die natürlich immer mit irgendwelchen Variationen, mit einem anderen Synthesizer oder anderen Melodien nochmal ein bisschen ja, stärken. Ich würde erstmal sagen, wir fangen jetzt an mit einer Melodie. Gucken wir mal eben. Ich glaube, ich habe eine im Kopf. So, ich spiele den mal eben kurz ein. Zack. Einmal Play. Nice. So, ich verdoppel die. Einmal hier raufklicken. Zack, wenn dieser Doppelpfeil kommt, links, rechts. Steuerung. Und ich glaube, danach musst du einmal. Genau. Das D am Ende nochmal hin. Macht die Melodie gerne nach. Macht gerne eine andere Melodie, wie ihr wollt. Man kann aus dem Sound, der ist so variabel, kann man alles machen, was man will. Also man kann da auch aus EDM machen, welche Dubstep-Melodien oder also eigentlich ganz, ganz viele Sachen. So, dann würde ich jetzt hier nochmal einen Autofilter reinziehen. Aus dem Grund, dass er so ein bisschen die Frequenz ein bisschen steuert, nicht immer so eintönig bleibt, sondern hier auf 1, Amount hoch. Und dann könnt ihr mal hören, was er macht. So ganz leicht. Ganz leicht. So. Also haben wir erstmal die Melodie. Die ist schon mal relativ einfach gemacht. Konnte man gut nachmachen. Jetzt könnt ihr noch schauen, was wollt ihr noch machen. Wir haben jetzt noch einmal noch bei den MIDI-Effekten einen Arpeggiator. Den ziehe ich jetzt mal rein. Dann könnt ihr genau sehen, was der macht sozusagen. Noch gar nichts, denn ihr müsst die einmal hier hochziehen. Langziehen meine ich, Entschuldigung. Weil der geht nämlich sozusagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der geht sozusagen in den Takt rein, weil der auf Raten geht. Der macht immer dit, 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 dit. Das heißt, da muss auch eine Note gespielt sein. Keine Ahnung, wie man das nennt. Gespielt werden, damit der eingreift sozusagen. Jetzt hört ihr das? Man könnte auch sagen, okay, warum machst du nicht hier einfach ein paar Noten rein? Ist einfach einfacher. Und dann kannst du hier zum Beispiel nochmal den Step hochdrehen. Dann hast du zum Beispiel nochmal eine Oktave höher im letzten Ton. Schon ganz geil auf jeden Fall. Also ich bin so eher der Fan davon, dass es ein bisschen mysteriöser ist. Zum Beispiel, dass die Filterfrequenzen immer ein bisschen weiter runter sind. Klingt mysteriöser, ein bisschen düsterer. Das kann ich mal zeigen, was ich meine. So. So ungefähr. So. Mit dem nach vorne. Also, zusammengefasst, wir haben den Imperator, Operator eingestellt, Equalizer, Autofilter, Overdrive und Reverb. Ist schon mal eine anständige Melodie. Ich würde einfach mal gucken oder zeigen, wie ich den jetzt in einen richtigen Beat einbauen würde.
So, wären wir wieder angekommen. Haben wir hier ein Beat. Ich habe ganz einfach erstmal nur hier eine 808 und die Drums. Wenn ihr dazu noch was wissen wollt, wie ich sowas machen würde, schreibt es in die Kommentare, mache ich gerne ein Video zu. Mache ich wahrscheinlich sowieso, aber es pusht mich, wenn das dann da steht, dann mache ich es eher. Genau, Melodie noch einmal anhören. So. Und jetzt mit Drums. Wieder ohne Appreciator. Ich würde sagen, dann machen wir wieder. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier mal eine Automation reinmachen, damit ihr hört, wie das so ist, wenn man so einen Beat macht. Habe ich jetzt hier hoch gemacht, da wo das Spiel ist unten. Jetzt geht's los. So könnte man zum Beispiel sowas starten. Um den Beat jetzt ein bisschen voller zu machen, habe ich hier noch sowas. Das ist sozusagen ja, wie so eine ganz kleine Sirene. Könnt ihr mal hören. Das ist das hier. Ich mache ein bisschen lauter. Zack. Genau, will ich da ein bisschen lauter machen. Also, wie gesagt, man kann ganz, ganz viel jetzt verändern. Noten machen, noch eine andere Melodie mit rein. Das reicht ja nicht, wenn ihr nur diese Melodie habt. Ich würde jetzt auch noch ein paar andere machen dazu. Macht die aber erstmal nach, guckt, was ihr damit machen könnt. Dass ihr mal ein bisschen einen Blick in den Operator habt, was der alles kann. Und probiert euch aus, genau. Was ich jetzt noch zeigen kann im nächsten Video, mache ich in Part 2, wie man aus der Melodie, die wir jetzt gemacht haben, eine Reverse-Melodie macht. Und die Reverse-Melodie mit der normalen Melodie zum Beispiel so zusammenspielen. Aber das kommt im nächsten Teil und dann, ja, einfach erstmal viel Spaß beim Nachbauen.